Domian, das 1Live Talkradio. 0800 220 5050. Domian, im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talkradio. Wir melden uns mit kleiner Verspätung aus der Sommerpause zurück. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier bin und ich hoffe, dass ihr euch auch freut, dass wir wieder hier sind. Ja, eine neue Staffel beginnt und ich bin gespannt auf viele interessante und schöne Gespräche mit euch. Wir beginnen heute mit einer freien Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch hier live bei uns im Radio, im Fernsehen, bei 1Live, im WDR Fernsehen. Und ich begrüße an dieser Stelle auch ganz herzlich die Zuschauer vom 1 Festival. Unsere Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Meine Frage an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Ihr könnt euch mit mir, die Stammzuschauer wissen das, über alles unterhalten, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Wir beginnen mit dem Timo. Und Timo ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Timo, schön, dass du da bist. Ja, ich hatte das vorhin schon mit deiner Regie abgesprochen. Fällt mir auch nicht so ganz einfach, da jetzt am Telefon drüber zu sprechen, beziehungsweise weil es ja auch im öffentlichen Sinne ist. Aber ich hatte meiner Freundin heute offenbart, dass ich mich auch zu Männern hingezogen fühle. Ne? Mhm. Und wie lange bist du denn mit deiner Freundin zusammen schon? 6 Jahre jetzt. 6 Jahre schon. Und das Komische ist bei mir, also normalerweise merkt man es ja in der Pubertät. Nicht unbedingt. Ja, aber ich sag mal so, wenn man als Mann dran reift, die ersten Erfahrungen macht, dann merkt man ja schon, wie ist man gepolt so ein bisschen, ne? Und damals ging es ganz klar in Richtung Frau. Mhm. Und jetzt vor 1 bis 2 Jahren habe ich das erste Mal gemerkt, oh, da ist ja noch mehr, ne? Wie hast du das gemerkt? Also ich habe ganz einfach gesagt, Kontakte zu Männern gesucht, weil ich so in der Öffentlichkeit halt auf der Straße oder in der Stadt gemerkt habe, auch Männer sind ja auch gar nicht so verkehrt. Ja. Ne? Und was heißt das? Du hast Kontakt zu Männern gesucht? Also ich habe das erstmal ganz langsam angehen lassen, habe es im Chat versucht. Ja. Dann habe ich es in verschiedenen Foren versucht, mich da mit Männern unterhalten, auch mit Männern telefoniert. Und darüber hinaus habe ich mich auch schon mit Männern getroffen. Und das habe ich meiner Freundin heute Abend auch erzählt. Mhm. Und die ist natürlich nicht begeistert. Also das heißt, du hast dich mit Typen getroffen und hattest mit denen Sex? Nein, Sex hatte ich mit denen nicht. Es war bisher halt nur so, dass ich halt ganz 0815 Padding hatte, ne? Ach so, na gut, also das ist ja nur, ja gut, das ist ja auch eine Form von Sex. Also es gab sexuellen Kontakt schon mit Männern. Ja, aber keinen Geschlechtsverkehr, ne? Okay, aber Geschlechtsberührungen, nennen wir es so. Nennen wir es so, ja. Leider. Leider? Ja, was heißt leider? Also ich musste es ihr ja sagen und ich wünschte mir, es wäre vielleicht auch nie passiert, ne? Ich weiß nicht. Also, so, wie hat sie denn darauf reagiert? Ja, sie war natürlich, ist aus allen Wolken gefallen. Also sie sagte, so ein Mann wie du, der steht doch normalerweise zu seinem Leben und steht dahinter nach dem, was er macht. Aber dass ich dann sowas gemacht habe, das war für sie natürlich völlig, wie soll ich sagen, sie war perplex. Ne? Wie kam es denn dazu, dass du dich entschieden hast, ihr das zu sagen? Viele halten das ja über sehr, sehr lange Zeiten geheim. Ja, ich bin ein Mensch, der kann das nicht. Sowas kann ich nicht, also wenn ich so einen Fehlschritt gemacht habe, den kann ich nicht für mich behalten. Wie oft ist es denn schon zu sexuellen Kontakten, wenn auch kleinen Kontakten gekommen? Also an die Kontakte, die ich mehr, das sind 2-3 Mal. Ne? Ja. Also das eine Mal war so ein halbes Mal. Ja. Ne? Meine Frage, die ich an dich jetzt habe, ist ganz klar, also ich weiß ja, dass ich auf Männer stehe, auch. Mhm. Und ob ich jetzt mich ganz klar Richtung, also ganz klar, im Moment geht meine sexuelle Richtlinie ganz klar Richtung Mann. Mhm. Und soll ich jetzt meine Freundin deswegen verlassen? Ich meine, 6 Jahre wirft man ja nicht einfach so weg. Mhm. Ne? Ich meine, du hast ja schon den ersten Schritt jetzt getan, indem du ihr das gesagt hast. Ja. Ab heute hat eure Beziehung eine ganz andere Ebene. Denn sie ist ja jetzt alarmiert, dass da irgendwas in dir vorgeht. Die wird jetzt weiter dich beobachten, die wird weiter bohren, wie intensiv das ist, wie viel Gewicht das in dir hat. Und ich glaube, dass das alleine, dass du es gesagt hast, ich finde gut, dass du es gesagt hast, wird schon eine Eigendynamik jetzt, eine andere Dynamik in eure Beziehung bringen. Ich kann mir auch ganz klar nicht vorstellen,
nebenbei da was am Laufen haben, während ich mit ihr zusammen bin. Mhm. Das möchte ich auch nicht. Ne? Wie war denn jetzt Ihre Reaktion? Natürlich, wenn man 6 Jahre zusammen ist, ist man schockiert. Ist eine Frau schockiert, wenn sie das hört? Ja. Wie hat sie denn dann weitergesprochen? Hat sie gefordert, dass du es nie wieder tust? Oder hat sie dich gefragt? Sie hat eigentlich so viel gar nicht dazu gesagt. Sie war halt einfach nur, ja, geschockt. Verletzt, denke ich mal. Verletzt. Mhm. Also ich meine, auf der anderen Seite sagt sie natürlich auch, das, was ein Mann dir gibt, kann ich dir sowieso nicht geben. Mhm. Also wie ist das denn bei dir? Bisher hat es dich sexuell interessiert mit einem Mann. Könntest du dir in deinen größten Fantasien auch vorstellen, dich in einen Mann zu verlieben? Unter Umständen ja. Mhm. Kommt auf den Typ an. Ne? Mhm. Also so ein Typ wie du finde ich schon, naja. Ich will jetzt nicht hier jetzt, aber so dieses Kernige halt, kurze Haare und ne? Ist aber also, noch nicht heimlich passiert. Total, absolut, absolut männliche, das gefällt mir halt. Ja. Ist das schon mal passiert, dass du dich heimlich in einen Freund, Arbeitskollegen oder irgend sowas verliebt hast? Also verguckt, also nicht direkt verliebt. Also ich glaube, verliebt sein kann man eigentlich auch nur oder einen Menschen lieben, wenn man länger mit ihm zusammen ist und ihn besser kennt. Also Man kann sich zwar verlieben, aber von Liebe kann man da, glaube ich, nicht sprechen. Ne? Jetzt ist deine Frage, wie es weitergeht, ne? Wie es weitergehen soll. Ja. Das weiß ich auch nicht, Timo. Ich finde, wie gesagt, gut, dass du es deiner Freundin gesagt hast. Und aber was mache ich jetzt? Wie gehe ich mit ihr um? Wie gehe ich mit den Männern um? Wohin entscheide ich mich jetzt? Also ich meine, sexuell gesehen, von der Sache, die mich geil macht, ist es im Moment so, dass ich ganz klar Richtung Mann denke. Ne? Aber ich liebe sie natürlich auch. Also was Frauen machen mich ja auch an. Hast du Sex mit deiner Freundin noch? Habt ihr noch? Doch, haben wir noch. Habt ihr guten Sex miteinander? Nein. Mhm. Also was heißt, naja, das ist halt der Zwiespalt. Also meine Gedanken kreisen natürlich dann auch teilweise um irgendwelche Typen rum. So. Ja. Und das ist natürlich so eine Sache, also ich kann mich nicht hundertprozentig auf den Sex konzentrieren, ne? Verstehe. Dann ist das aber alles schon sehr weit entwickelt, sage ich dir. Hm. Und wenn ich das alles so höre, was du jetzt gerade auch noch gesagt hast, glaube ich, dass es darauf hinauslaufen wird, dass du dich von deiner Freundin wirst trennen müssen. Hm. Und deine eigenen neuen Wege suchen musst. Ja, so, also, weil ich fühle auch. Es ist wirklich, weißt du, wenn du so ehrlich deiner Freundin auch gegenüber bist, wenn sie dich das fragen sollte, wie ist das mit dem Sex? Hm. Denkst du vielleicht an Männer, wenn du mit mir schläfst und du sagst, ja, ich denke an Männer, ist die Sache eigentlich kaputt? Ist es aus? Hm. Das ist dann so verletzend. Da. Aber ich will das irgendwie nicht wahrhaben, dass alles vorbei sein soll. Ja. 6 Jahre. 6 Jahre ist wirklich eine lange Zeit. Und diese Beziehung wird auch nicht von heute auf morgen zu Ende sein. Hm. Heute ist der Anfang geschehen durch euer Gespräch. Hm. Aber ich glaube, dass du auf ganz anderen Richtungen dich ausprobieren wirst müssen. Ah, und ich denke auch, vielleicht kann auch eine gute Freundschaft werden oder so, ne? Vielleicht, wenn sie das kann. Hm, ich weiß es nicht. Du kannst es vielleicht. Was die Zeit bringt, ne? Hm. Wart ihr euch denn die ganzen 6 Jahre treu? Immer, absolut. Also von meiner Seite aus, ich war 100% treu, sie auch. Hm. Und also ich meine, wissen tut man nicht, man vertraut halt dem Partner. Und Klar. Daher weiß ich, dass es so ist. Ja, ja. Also von daher, also, ich kann mir nur denken, dass ich vielleicht versuchen sollte, offener damit umzugehen. Also und, ihr das ganz klar... Ja, und ich glaube, je offener du das machst, desto klarer wird es, dass ihr nicht mehr in diesem Sinne ein Paar sein könnt. Und das ist dann auch der ehrlichere Weg. Und nochmal, ich finde gut, dass du es gesagt hast. Ich habe hier schon Geschichten gehört, wo Männer das Jahre oder Jahrzehnte geheim halten. Ich weiß auch nicht, wie kann ein Mann das so lange aushalten, ne? Ich weiß nicht, ist wie es kann mit seinem Gewissen vereinbaren? Ja, das frage ich mich auch. Ich finde es auch feige. Mhm. Deswegen gut, dass du es gesagt hast und setz dich weiter mit deiner Freundin auseinander und richte dich schon darauf ein, dass es vielleicht mit der Beziehung bald ein Ende haben wird. Ja. Lieber Timo, alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich danke dir, Domian. Alles Liebe. Jo, tschüss. Tschüss. Ja, Leute, wir sind wieder da, falls ihr gerade so reingezappt seid im Fernsehen oder im Radio auch. Wir sind hier wieder live. Domian, Telefon-Talkshow vom Westdeutschen Rundfunk und von Radio 1 Live. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, hier jetzt live in der Sendung, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte fasst euch kurz. Das ist immer wichtig für die Kollegen im Hintergrund, weil die halt eine Fülle von Mails haben und können auch nicht so sehr lange lesen. Also bitte kurz fassen und bitte unbedingt auch eure Telefonnummer draufschreiben, damit wir dann rasch zurückrufen können und nicht nochmal erst mailen müssen und bitte schickt uns eure Telefonnummer, ihr versteht, und so weiter. Also domian@wdr.de oder 0800 220 50 50. Hier ist Ramona und Ramona ist 41 Jahre alt. Grüße dich, Ramona.
Ja, hallo Domian. Hallo Roman. Ramon, Entschuldigung. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass ich eigentlich vom 11. bis 16. Lebensjahr missbraucht worden bin. Mhm. Von wem? Von meinem Vater. Mhm. Die Mutter wusste davon. Mhm. Ich durfte meinen Vater nicht anzeigen, weil ihre Ausrede war, ja, ich weiß nicht, wie ich die anderen Kinder alle groß kriegen soll. Wie viele Kinder gab es denn noch? Wer gibt es noch? Wir sind 8 Kinder. 8 Kinder? Ja. Wann hast du denn zum ersten Mal gesagt, dass du ihn anzeigen willst? Gleich das erste Mal, als es das erste Mal passiert ist. Als Kind hast du dich gewagt, das zu sagen, ich will den Papa anzeigen? Ja. Also du hast da schon gar keinen... Er war sowieso ein Brutalo. Er hat auch meine Mutter geschlagen oder mit Zigarettenkippen verbrannt. Mhm. Und du sagst, die alleine hätte den Schritt nicht geschafft. Und da habe ich dann als Kind gedacht, wenn ich das jetzt so sage und Anzeige erstatten möchte, dass sie dann uns schützt, dass sie sagt, ja, machen wir. Wie war das denn beim ersten Mal? Hast du es deiner Mutter gesagt oder hat sie das sogar mitbekommen, dass er das gemacht hat? Nein, ich habe sie gesagt, meine Mutter war arbeiten, die hat im Kindergarten gearbeitet, das war über der Straße rüber. Mhm. Ja, mein Vater war besoffen und hat das dann gemacht. Mhm. Und dann bin ich rüber in den Kindergarten und habe ihr das dann halt erzählt. Ja. Und dann ist sie dann nach Hause. Ja. Und was die beiden dann gesprochen haben, weiß ich nicht. Mhm. Ich bin dann bis zum Feierabend, also bis Kindergartenschluss war, im Kindergarten geblieben. Ich bin mit der Mutter zurück nach Hause. Mhm. Und dann sind sie beide abends verschwunden in der Kneipe. Und dann nach 2-3 Stunden kam mein Vater wieder. Mhm. Und dann waren alle Kinder im Wohnzimmer am Fernsehen schauen. Und dann hat er mich rausgepickt und ich sollte in die Küche kommen. Und dann sagte er nur zu mir, komm, setz dich mal auf meinen Schoß. Mhm. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, auf deinen Schoß werde ich nie wieder sitzen. Da hat er, nachdem er das erste Mal sich an dir vergriffen hat, hat er sich versucht zu entschuldigen. Ja. Aber dennoch ist es dann immer wieder und immer wieder passiert danach. Ja. 4 Jahre lang, 5 Jahre lang. Fünf Jahre, vom 11. bis 16. Lebensjahr. Genau. Hat dein Vater mit dir geschlafen? Hat er dich zum Geschlechts... Ja. Ja. Wie oft kam das vor? Einmal die Woche. Und die Mutter wusste dann immer davon? Nein, ich habe ihm vom ersten Mal erzählt und dann nicht mehr. Dann nicht mehr, aber dann, da war sie im Prinzip gewarnt. Und eine aufmerksame Mutter hätte das merken müssen. Jetzt merken müssen, hat klar jetzt merken müssen. Hat er sich an den anderen Geschwistern, ich weiß jetzt nicht, in welchem Alter die waren, auch vergangen? Ich bin die Drittälteste und bei den beiden Ältesten hat das auch versucht. Mhm. Bist du dann mit 16 Jahren aus der Familie rausgegangen? Ja. Ja. Und somit ganz weit weg. Und somit hat es dann ein Ende gefunden? Ja. Mhm. Jetzt bist du 41, da ist ja viel Zeit vergangen. Leben deine Eltern noch? Ja. Wie hat sich der Kontakt, nachdem du weggegangen warst von zu Hause, wie hat der sich weiterentwickelt? Solange ich verheiratet war, gar kein Kontakt. Mhm. Mittlerweile bin ich geschieden. Das hat aber alles mit der Krankheitsgeschichte zu tun, die sich daraufhin entwickelt hat. Bei dir? Ja. Was ist das für eine Krankheit? Also ich bin suizidgefährdet, habe Borderline, also seelische Erkrankung. Depressionen, alles, ja, so eine Sachen halt. Und ich habe vor 4 Wochen, habe ich versucht mit meiner Schwester, die war da, meine große Schwester, mein Ex-Mann. Und dann habe ich nochmal versucht, das Gespräch mit meinen Eltern zu führen. Ich wollte einfach nur eine Entschuldigung. Ich wollte einfach nur, dass die sagen, ja, und es tut uns leid. Aber es kam nichts. Es kam nichts. Ich bin dann vor Wut. Also du hast, ich meine, das ist ja schon sehr mutig. Du hast das Gespräch auf diese Thematik gebracht. Ja. Du hast das nochmal ausgesprochen, was er gemacht hat.
Ja, ja. War er da wütend? Ja, er war, na, wütend war, nee, er war, er war so wie immer, so nichts wissen und dumm stellen. Aber er hat es nicht abgestritten, er hat gar nicht großartig was gesagt. Nee, er hat's abgestritten, er hat's abgestritten. Meine Schwester hat noch gesagt, gib's doch zu. Mhm. Und in dem Moment, aber sagte, nee und nix, dann bin ich dann nur ins Badezimmer gerannt und hab mir den Kopf eingeschlagen. Du hast dir den Kopf eingeschlagen? Ja. Also bewusst? Ja. Was heißt eingeschlagen? Vor Trauer, vor Wut. Ja, was heißt das? Was hast du genau gemacht? Wir haben so im Badezimmer so eine Marmorfensterbank. Und hast du den Kopf draufgeschlagen? Ja. Du hast den Kopf auf die Marmorfensterbank geschlagen, aus Verzweiflung, weil du mit der Situation nicht klarkamst. Richtig. Wie kam das denn, Ramona, dass in den letzten Jahrzehnten, kann man denn ja schon sagen, dass du und deine Schwestern nicht von euch aus ihn habt angezeigt? Ja, das ist, weil die Große, das ist eine sehr starke, das ist wirklich eine sehr starke Persönlichkeit. Ja. Und die geht einfach, das ist eine super schlaue und super starke Persönlichkeit, die geht ihren eigenen Weg. Mhm. Die Mittlere. Also die wollte das nicht. Die macht das so mit Verdrängung. Mhm. Ja, und ich bin halt nicht so stark. Und verstehe. Du warst auch, höre ich so raus, was du erzählst, du warst da noch nie in einer ärztlichen, psychologischen Behandlung deshalb. Doch, ich bin seit kurzem in der Behandlung, ach so. Aber mit der bin ich überhaupt nicht zufrieden, also bist gar du, nicht. Bist du beim Arzt oder beim Psychologen oder beim Psychiater? In der psychologischen Behandlung. Ich habe alle 4 Wochen ein Gespräch. Viel zu wenig. Hast du in dieser psychologischen Behandlung von deinem sexuellen Missbrauch schon erzählt? Ich habe es angedeutet, aber richtig erzählt noch gar nicht. Es hängen da Bilder an der Praxis, die ich mit meinen Bildern, die ich male, vergleichen kann. Darüber habe ich gesprochen. Das heißt, du hast mir jetzt in den 6 Minuten, während wir sprechen, schon mehr darüber erzählt als bei deinem Psychologen? Ja. Wie kommt das? Hast du kein Vertrauen zu dem Psychologen? Nein, ich finde keinen Draht zu ihr. Mhm. Ach, eine Frau ist das. Mhm. Ja. Ja, das ist immer genau die Sache. Ich sage ja immer so oft, geht in solchen Fällen zu einem Psychologen. Aber man muss einen Draht finden, wie du sagst. Gerade bei so einer heiklen Thematik muss man jemanden gegenüber sitzen haben, dem man vertraut. Ja, aber man weiß ja auch, wie lange man wartet, bis man so einen Platz überhaupt hat. Ich habe ein halbes Jahr gewartet. Ich weiß, ja. Es ist wirklich eine tragische Situation, die mich auch immer ganz hilflos macht. Da gibt es gar keinen richtigen klugen Rat. Dann hat jemand einen Platz gefunden bei einem Psychologen, so wie du jetzt auch, und es funktioniert aber nicht. Ja, man freut sich, dass man den Platz hat, und es funktioniert aber nicht. Ich würde dich gerne nochmal was zu der schlimmen Zeit fragen, damals, zwischen 11 und 16. Ja. Hat er verhütet oder hat er es sogar darauf ankommen lassen, dass du schwanger wirst? Er hat mich verhütet. Er hat nicht verhütet? Nein. Das heißt, es hätte passieren können, dass du von deinem eigenen Vater schwanger wirst? Ja, der war immer viel zu besoffen. Das hat er nur im besoffenen Kopf gemacht. Hast du ihn? Ja. Und die Mutter indirekt auch? Ja, klar, weil... Weil sie dich nicht geschützt hat, natürlich. Genau, weil natürlich. sie wusste, sie hat nichts gemacht. Genau, ja. Hast du irgendwann danach überhaupt eine für dich schöne und erfüllte Sexualität je finden können? Nee. Nee. Aufgrund dessen ist auch meine Ehe kaputt gegangen. Mhm. Du hast, das habe ich gerade nicht so, du hast auch Kinder. Ich habe 3 Kinder. Drei Kinder. Mhm. Und die leben bei dir? Nee, 22 und 23, ach so. Die haben ihr eigenes. Ach so, die sind und schon der wo? Kleine 8-Jährige, der ist bei mir. Den hast du. Hm. Ja. So, Ramona, ich finde natürlich, was ich nur gerade auch noch fragen wollte, wie kam der Schritt, dass du nach so vielen Jahren zu einem Psychologen gegangen bist? War der Leidensdruck so groß? Ja, durch diese vielen, ich bin 2-mal im Jahr in Kliniken, ja. Weil ich mir versuche, das Leben zu nehmen. Mhm. Oder weil die Depressionen so stark sind. Mhm. Und
dann sind das halt Adressen, die ich vom Klinikum bekomme. Ja, verstehe. Und pass mal auf, ich finde den Weg auf jeden Fall richtig, den du eingeschlagen hast. Und ich erahne nur, wirklich verstehen kann ich das nicht, weil ich dein Leid nicht erfahren habe. Ich erahne, was in dir los ist. Ich glaube, das kann keiner. Nein, das kann auch keiner, da hast du völlig recht. Aber ich finde toll, dass du trotzdem die Kraft und den Mut hast, jetzt auch nach so langer Zeit so etwas anzugehen. Und es tut mir irre leid, dass du an jemanden gekommen bist, mit dem du nicht gut kannst. Aber ich möchte. Habt ihr denn nicht vielleicht noch ein paar Adressen? Ja, genau darauf wollte ich jetzt hinaus. Erstmal möchte ich dich ermutigen, diesen Schritt weiterzugehen. Vielleicht auch für deinen Kleinen. Ein Junge ist ja. Das, ne? Der Achtjährige. Ja. Das ist Julian. Du bist so wichtig für den Jungen. Du bist das Allerwichtigste wahrscheinlich auf der Welt, die Mama. Wenn du es für dich nicht nur tust, tu es auch für den Jungen. Ja. So, und wir gucken jetzt mal im Hintergrund, ob wir dir irgendwie helfen können, vielleicht auch noch an eine andere Adresse oder einen anderen Weg zu finden, dass du ordentlich behandelt wirst. Ja, ich habe jetzt schon versucht mit betreutem Wohnen, die wollten jetzt kommen. Mhm. Aber wie gesagt, das, was ich hier zu Hause habe, das ist ja so meine kleine Burg, mein Schutz, wo keiner reinkommt und wo ich mich wirklich sicher fühle. Mhm. So, Ramona, jetzt... Jetzt habe ich auch Angst, sie da reinzulassen. Verstehe, das ist natürlich große Skepsis und Misstrauen. Ja. Du legst jetzt bitte mal auf. Und dann ruft dich mein Psychologe, der Peter, an und dann überlegt ihr mal gemeinsam und er mit dir, was man vielleicht noch tun könnte. Ja, darf ich noch was sagen? Mhm. Ihr habt eine super tolle Sendung, ihr seid ein super Team zusammen und ich wünsche euch alles Gute. Das freut mich sehr zu hören, jetzt auch nach der Sommerpause, freue mich sehr über das Kompliment. Ramona, alles Liebe, mach weiter so und ich wünsche dir viel Kraft und gutes Gelingen für die Dinge, die jetzt vor dir liegen. Ja, danke. Alles Liebe. Peter ruft mich zurück. Du legst auf und er ruft dich gleich an. Hm? Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Okay, auf Wiederhören, tschüss. Auf Wiederhören, tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch über das Telefon. Das ist eine kostenfreie Nummer oder mailt uns unter domian@wdr.de. Enrico ist hier und Enrico ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Enrico. Was ist dein Thema? Erstmal vor, die vorherige Geschichte war traurig. Ich muss sagen, ich kann die Frau verstehen. Psychologen sind ja auch zeitgebunden. Also muss man auch sehen, ne? Ich habe das nicht verstanden. Psychologen sind ja auch zeitgebunden. Also man hat ja immer wieder einen gewissen Zeitlauf und aber da gibt's eben Patienten und so weiter. Aber da gibt's solche und solche, ne? Wie in jedem Beruf. Ja, ist richtig. Mein Problem ist mein Stiefvater. Mein Stiefvater hat am 16.8. einen relativ, wenn man sagen kann, kleinen Schlaganfall gehabt. Mhm. Ist dadurch, weil ich dann einen Krankenwagen gerufen habe, ins Krankenhaus gekommen und hatte gleich also der 16. war Mittwoch und am 18. hat er einen schweren Schlaganfall gehabt im Krankenhaus. Mhm. Kurz hintereinander, also beides. Mein Stiefvater ist 43. 43 erst? Ja. 43. Mhm. Wie geht's ihm denn jetzt? Jetzt haben wir den 29.8. Ja. Also zurzeit ist es so, ich war heute, also gestern in der Intensivstation in Leipzig. Ach, er liegt noch auf der Intensivstation? Ja. Das heißt, es geht ihm nicht sehr gut? Nee. Mhm. Also er ist zwar jetzt ansprechbar, aber teilweise kann er Sachen wirklich nachvollziehen, also spricht wahre Dinge, aber auch irgendwo dann gleich wieder wirre Dinge. Mhm. Also, aber erkennt er dich, wenn du an sein Krankenbett kommst? Halbe. Mhm. In dem einen Moment ja, in dem einen Moment nein. Wie ist denn, du sagst mein Stiefvater, wie ist denn euer Verhältnis gewesen bislang? Sehr gut. Sehr gut. Also das ist das Gute daran. Also mein Stiefvater ist mit meiner Mutter durch mich zusammengekommen. Mhm. Wie das? Ich hatte damals eine Faszination, ich war Funker. Mhm. Also ich habe CB-Funk gehabt und da hatte ich meinen Stiefvater per Funk kennengelernt. Wie alt warst du damals? Wenn ich jetzt zurückrechne, 15. 15, das war eine lange Zeit. Ja. Und da hat es gefunkt zwischen dir und deinem Stiefvater
Und dadurch ist der Kontakt dann gekommen zu deiner Mama? Auch. Sein Nachbar war der beste Arbeitskollege von meiner Mutter, so der frühere Arbeitskollege und auch beste, muss man auch dazu sagen. Mhm. Und das hat eben alles so dann die Wege zusammengebracht, warum eigentlich die beiden zusammengekommen sind. Ja. Also ich höre schon daraus, dass das eine gute Beziehung ist zwischen dir und ihm, eine freundschaftlich, gute freundschaftliche Beziehung. Sehr gut. Ja. Also nicht nur ich, also ich habe noch drei andere Geschwister. Ach so. Ja, ich habe noch zwei Brüder und eine Schwester und die kommen auch mit ihm klar. So, und jetzt hast du natürlich verständlicherweise große Angst um die Gesundheit und vielleicht auch um das Leben deines Stiefvaters. Das Hauptproblem ist seine Halbschwester. Meine Mutter ist mit ihm nicht verheiratet, verlobt und er hat mit seiner Schwester nun seit über 11 Jahren keinen Kontakt mehr gehabt, außer den Kontakt, dass er zum Briefkasten gegangen ist, in Brief reingetan hat mit Geld, was jetzt des Grabes der Mutter zu tun hat. Mehr nicht. Also der Kontakt war total abgeschalten und Machen denn diese Stiefschwestern jetzt euch Probleme, beispielsweise beim Krankenhausbesuch? Ganz große. Ah ja, das heißt, die wollen euch gar nicht ranlassen an das Bett und unterbinden vielleicht sogar, dass die Ärzte euch Auskunft geben? Zur Hälfte, also ans Bett ranlassen müssen sie uns. Also man darf, das habe ich mich schon rechtlich erkundigt, man darf keine Menschen verbieten, an den Patienten ranzukommen. Was jetzt der Auskunft betrifft, da hast du da recht, sie kann unterbinden, dass die Auskunft verweigert wird. Und das wurde ihr oder wurde uns jetzt am Wochenende klar, dass die Schwester gesagt hat zum Arzt, ich bin Betreuerin und kein anderer hat was mitzubekommen. Also egal, was passiert. Also die Schwester, keine Krankenschwester, sondern die Schwester von deinem Stiefvater hat das gesagt, ne? Ja. Das ist aber eine ganz schlimme Situation. Ihr seid die nächsten Menschen eigentlich um ihn herum, die wichtigsten. Und die Stiefschwester, mit der er nichts im Hut hat eigentlich, funkt da jetzt rein. Ja. Muss ich sagen, das Krankenhaus muss zwar jemanden stellen als Betreuer, zumindest anfordern, weil er ja nicht ansprechbar war. Aber ja. Wie ist das denn? Er hatte nie gewünscht, dass es seine Schwester ist. Das hat er wirklich deutlich mehreren Leuten gesagt. Es glaubt einem keiner. Nun haben wir am Freitag vom Amtsgericht hier bei uns im Ort in Trogau einen Termin und nun habe ich, weil ich bin vollkommen alle gewesen, fertig. Ich konnte nicht mehr. Ja. Und ich muss so sagen, ich habe auch privat in meinem Leben, ich habe eine Lebensgefährtin und ich habe mich mit ihr einfach nur noch gestritten. Ja, ist klar. Natürlich, das ist belastend und geht natürlich dann, das zieht seine Runden und seine Kreise. Jetzt habe ich nicht verstanden, war dieser Termin beim Amtsgericht schon oder wird der erst sein? Der ist am Freitag jetzt. Der ist am Freitag. Da habt ihr eine gewisse Hoffnung, dass ihr da Recht bekommt oder dass man euch da irgendwie was zubilligt. Ich wünsche es mir. Ja. Ich weiß nur nicht, wie ich da vorgehen muss oder soll oder kann. Das ist mein Problem. Ich habe zwar eine Rechtsanwältin, aber die sagte mir, ich kann sie da nicht vertreten. Es bringt nichts. Weil ich muss sagen, meine Mutter ist arbeitslos, also Arbeitslosengeld-2-Empfänger, mein Stiefvater ist Arbeitslosengeld-2-Empfänger. Ja. Und klar, die Rechtsanwältin will das nicht machen, weil ihr keine Kohle habt oder weil sie sagt, das ist sinnlos zu machen. Ihr habt keine Chance. Nee, sie sagte, es wäre sinnlos schon. Sind das Geld ausgegeben, wenn sie mit dabei wäre. Ja. Sie gibt uns zwar Tipps, was wir machen können. Glaubt sie denn an den Erfolg, dass ihr da Recht haben könnt, Recht bekommen könntet? Zu 80% ja. Ach ja. Ja, ich sag mal, sonst habe ich es gleich vergessen. Ich möchte mal an dieser Stelle sagen, das ist nochmal ein ganz wichtiger Beispiel, was du jetzt gerade erzählt hast dafür, dass wir alle, wo die Verhältnisse nicht klar sind, dass wir eine Patientenverfügung, auch wenn wir noch jünger sind,
in der Tasche haben sollten oder irgendwo in der Schublade, wo klar geregelt ist, was im Krankheitsfall geschehen soll, damit solche Dinge nicht geschehen, wie jetzt gerade bei euch, wie du es gerade geschildert hast. Jetzt bin ich rechtlich da natürlich völlig überfragt, Enrico. Mhm. Das weiß ich nicht. Wenn die Rechtsanwältin euch gesagt hat, dass das 80% eine Chance, eine gute Chance hat. Mich macht so ein bisschen stutzig, dass sie nicht mitgehen will. Hab fast die Vermutung, dass sie Angst hat, dass sie nicht genug Geld dann kriegt von euch, weil ihr nicht... Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich will mal Folgendes machen. Wir haben ja immer, ich sage das ja immer gerne und freue mich darüber auch, in allen Gebieten fachkundige Zuhörer und Zuschauer. Wenn jetzt ein Jurist uns zugehört hat, der sich mit solchen Dingen gut auskennt, mailt uns doch mal bitte die Rechtslage in einfach verständlichen Sätzen, damit wir Deppen hier das auch verstehen können. Und wir würden das dann an dich weiterreichen, Enrico, was du da machen kannst. Oder vielleicht können wir dir sogar einen Kontakt knüpfen mit jemandem, der Rechtsanwalt ist oder zumindest da sehr, sehr gut Bescheid weiß. Das könnte ich dir anbieten. Ja, das wäre, wie gesagt, also ich habe das vorhin, bevor ich angerufen habe, auch erst erfahren, dass sie, also die Schwester jetzt von meinem Stiefvater, die Betreuerschaft mit einmal niedergelegt hat. Mhm. Also jetzt wird's glaube ich zu kompliziert. Nur nochmal um die Klärung des Grundsachverhaltes. Deine Mutter, die den du Stiefvater nennst, mit dem Mann zusammen ist. Sie ist nicht verheiratet, nicht verlobt. Sie leben einfach so zusammen. Genau. Ne? Gut, das wollte ich nochmal wissen. So, also nochmal mein Aufruf, wer da weiterhelfen kann, bitte schnell mailen an domian@wdr.de, möglichst mit Telefonnummer und dann leiten wir es weiter oder wir knüpfen einen Kontakt zu Enrico und dann kann es vielleicht eine direkte Beratung geben. Einverstanden, Enrico? Super. Wir versuchen es mal. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Ja? Ich danke dir. Alles Liebe. Wenn was hier ankommt, melden wir uns sofort bei dir. Das ist lieb. Ich hoffe, dass es gut geht. Tschüss. Ich danke dir. Tschüss. Ja, tschüss. Ihr Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis auf Donnerstag. Nun liegt ja eine lange Sommerzeit hinter uns mit einem sehr heißen Monat Juli und einem weniger schönen Monat August. Donnerstag ist Themenabend. Ich möchte gerne mit euch über Sommergeschichten und Urlaubsgeschichten mich unterhalten. Was ihr so in diesen letzten 2 Monaten in dieser Sommerzeit, während der Sommerferien, vielleicht auch während der WM, an besonderen, ungewöhnlichen, aber vielleicht auch traurigen Sachen erlebt habt. Vielleicht habt ihr den Sommer gar nicht so schön empfunden, wie viele ihn schön empfunden haben, sondern weil etwas Schlimmes passiert ist in der Familie oder mit Freunden oder was weiß ich. Also unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt Urlaubsgeschichten. Und wenn ihr da gerne mit mir darüber reden wollt, dann könnt ihr heute auch schon mailen und wir sammeln das dann alles für Donnerstag. Also Hinweis Donnerstag Urlaubsgeschichten. Hier ist Dorothee und Dorothee ist 35 Jahre alt. Hallo Dorothee. Ja, hallo Domian. Hallo Dorothee. Das freut mich, dass ich dran bin. Ich freue mich auch, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, also Folgendes. Ich hatte letztes Jahr im Mai, 19. Mai, eine Totgeburt. Mhm. Da kam ich ins Krankenhaus. Es war alles vorher in Ordnung. Also ich war auch im 9. Monat. Mhm. Und die Hebamme hat dann zu mir gesagt, sie würde keine Herztöne mehr hören. Ja. Und hat dann den Oberarzt hinzugezogen, der hat das dann auch bestätigt und hat gesagt, das muss ein paar Tage vorher passiert sein, dass es gestorben ist. Wann haben die dir das gesagt, als du schon im Kreißsaal lagst? Ja, oder? Genau, im Krankenhaus. Im Krankenhaus, ja. Genau, ja. Richtig. Und weil vorher alles in Ordnung war, war ich auch sehr froh. Mhm. Und dann kam ich ins Krankenhaus, ich war richtig schockiert dann. Als die dir das gesagt haben? Ja, hab dann auch meinen Partner angerufen, der ist dann auch sofort gekommen. Das ist ein unglaublicher Schock. Ja, und hab dann aber ganz normal entbunden, wobei das war ein schönes Erlebnis. Aber da wusstest du schon, dass dein Kind tot ist. Ja, richtig. Und das war ein schönes Erlebnis? Ja, also ich hab's mir viel schlimmer vorgestellt, so eine Geburt. Hm. Wie war denn das dann, als das Kind da war? Hat man es dir gezeigt? Ja, ja, ich hab's die ganze Nacht auch im Arm gehalten, war die ganze Nacht da. Hm. Und meine Eltern haben es auch am nächsten Tag nochmal gesehen und wir haben auch die städtische Pietät dann angerufen, damit sie es abholt für die Beerdigung. Ja, was ist städtische Pietät? Eine schöne Beerdigung. Was ist städtische Pietät? Habe ich noch nie gehört. Also von der Stadt Frankfurt. Ach so, denn so nennt man das da. Ja, ja, hatten wir mit meiner Oma auch gute Erfahrungen gemacht, das wollte ich auch so. Ja.
Noch eine Frage nochmal zu der zu dem Kind. Woran ist es gestorben? Weiß man das? Also es nennt sich irgend sowas wie Plazenta-Insuffizienz. Also da muss irgendwas nicht mehr genug durchblutet gewesen sein. Mhm. War es dein erstes Kind? Ja. Ja. Das Kind ist dann ganz normal beigesetzt worden. Ja, richtig. Mhm. Ja, das wollte ich auch so. Das Ganze ist passiert am 19.05. letzten Jahres, hast du. Ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Schock ist, in dem man da hineingerät. Ja, genau. Wobei das dann, also ich denke, das war dann so ein arg Schock und ich hatte dann auch eine Arbeitsstelle und das hat mir wahrscheinlich auch geholfen, das so ein bisschen dann beiseite irgendwie zu legen. Mhm. Wie lange hast du denn gebraucht? Oder anders gefragt? Jetzt ist über ein Jahr vergangen. Wie denkst du heute darüber? Also das hat mich sehr viel gekostet in Folge. Und zwar, das erste war, mein Chef hat mir meinen Job gekündigt. Warum? Hatte ich in Darmstadt, wegen der Schwangerschaft. Mhm. Also schon. Haben mir zwei Kollegen bestätigt, also wegen der Schwangerschaft. Der war wohl stinkesauer. Weil du schwanger warst? Ja. Mhm. Hat mir gegen Ende der Probezeit gekündigt. Mhm. Gut, also ich meine, das war zwar auch schlimm, aber also es kam dann noch wesentlich Schlimmeres. Und zwar hat mich die Trauer Anfang des Jahres wirklich überrollt. Mhm. Ja, mhm. Also ich habe dann auch ständig angefangen, abends zu weinen. Also ich halte mal fest, Anfang dieses Jahres erst. Ja, genau, da war schon Januar. Da war schon ein halbes Jahr vergangen. Richtig. Das heißt, bis dahin hast du es irgendwie so weggedrückt. Ja. Also ich habe zwar auch oft daran gedacht, aber es kam nicht so gewaltig hoch dann. Wie hat es sich denn bemerkbar gemacht Anfang des Jahres? Also ich habe ständig geweint, vor allem abends. Mhm. Ständig. Und habe auch angefangen, dann jeden Tag doch ein bisschen Bier zu trinken. Mhm. Das heißt? Ja. Und es ist so, dass mein Partner mir das nicht abgenommen hat. Wir haben also zusammen gewohnt auch. Und der hat gesagt, du schauspielerst mir was vor. Ich nehme dir das nicht ab, weil das ist über ein halbes Jahr her. Ich glaube dir das nicht. Das war aber auch der Vater des Kindes? Nein. Nein? Nein. Das war ein neuer Partner? Leider nicht, ja. Mhm. Der hat dir das nicht abgenommen, dass du plötzlich da in ein so tiefes Loch gefallen bist? Ja, richtig. Und der hat mir das überhaupt nicht abgenommen. Der hat gesagt, du schauspielerst mir was vor. Und ich habe mir dann auch dann Hilfe hinzugezogen, ja, also Leute geholt. Mhm. Nur das läuft ja dann erst langsam an, ja, und dauert dann, ja. Mhm. Und es ist so, ich kam dann noch öfter ins Krankenhaus wegen Unterzuckerung. Und das letzte Mal, als ich dann im Krankenhaus lag, das war im April, ist mein Partner währenddessen ausgezogen, weil es einfach nicht ausgehalten hat. Das muss ich mal fragen, medizinisch fragen, wegen Unterzuckerung. Was steckt dir dahinter? Also ich hatte ständig oder öfter Hypoglykämien. Also es ist so, ich leide seit dem 18. Lebensjahr an Diabetes Typ 1. Ach so. Ah ja, dann ist alles klar. Also das hatte jetzt, ich verstehe, das hatte dann direkt damit nichts zu tun. Ja, doch, das hat mir aber dann jemand erklärt erst. Ah ja, also es gibt schon da auch einen Zusammenhang. Hängt wegen Stress dann zusammen. Ja. Du hast gerade beiläufig gesagt, ich habe dann angefangen, Bier zu trinken. Ja. Ist das noch schlimmer geworden, dass du Alkohol trinkst? Ja, ich habe mich also zweimal wirklich richtig betrunken, weil ich es einfach vergessen wollte. Na gut, zweimal ist noch im Rahmen des... Ja. Ist auch okay. Ja, also, es hat sich aber nicht eine Alkoholabhängigkeit ergeben durch die Trauer. Nee, überhaupt das nicht. Aber dann, du hast deinen Freund verloren, deinen neuen Partner. Richtig, ja. Und es ist so, also ich liebe ihn weiter nach wie vor und ich kämpfe auch weiter. Wie lange ist er jetzt weg? Seit April. Seit April. Und aber er hat, er gibt keine Signale von sich, dass er sagt, okay, ich will... Ja, doch, das war schon mal besser. Also er hat nur gesagt, lass mir Zeit. Mhm. Und ist momentan aber schlimmer geworden. Also wir haben zwar nach wie vor noch Kontakt, aber er zieht sich immer mehr zurück momentan. Mhm. Wie ist es denn um deine Trauer im Moment bestellt? Ist das nach wie vor so heftig wie Anfang des Jahres? Nein. Das heißt, das hat sich etwas beruhigt? Ja, aber es ist schon so, also ich gehe jeden Sonntag auf den Friedhof, dann kommt das schon wieder sehr stark hoch. Mhm. Ja. Hat das Kind einen Namen bekommen?
Ja. Ja. Alexander Sebastian Johannes. Alexander Sebastian Johannes. Mhm. Mhm. Das finde ich schon Wahnsinn, wie so jeder anders mit solchen Schicksalen umgeht. Ich habe solche Geschichten schon gehört, wo die Frauen dann direkt nach der Entbindung wirklich völlig aufgelöst waren und verzweifelt waren. Und bei dir brach das dann erst ein halbes Jahr später so richtig schlimm aus. Ja, das hat mir aber auch jemand erklärt. Warum das so kommt? Ja. Und warum war es so bei dir? Der sagt, das dauert halt unterschiedlich lange. Mhm. Mhm. Hast du, wenn du jetzt in solche Turbulenzen geschleudert worden bist, hast du denn da mal versucht, dass du dir da irgendwie ein bisschen fachkundige Unterstützung holst? Ja, mehrfach. Also ich habe diese trauernden Eltern Rhein-Main e.V. kennengelernt, ja, das ja. ist ein Verein, der sitzt in Mainz, kann ich nur sehr empfehlen. Mhm. Die haben mir auch eine Gruppe vermittelt von betroffenen Eltern hier in Frankfurt. Mhm. Und ich hatte direkt zu einem Psychologen dort Kontakt. Mit dem hatte ich auch mehrfach Gespräche, ja. auch eins zusammen mit meinem Partner. Ah, ja. Hat ihm das auch nochmal sehr gut erklärt. Bist du denn jetzt in dieser Selbsthilfegruppe der trauernden Eltern immer noch aktiv? Ja, wobei ich momentan weniger hingehe. Ja. Was war jetzt der Anlass deines Anrufes bei mir? Ja, ich würde einfach von dir gerne noch mal hören, so wie ich weiter verfahren soll, auch mit meinem Partner und so. Mhm. Mhm. Und es ist so, also ich wünsche mir nach wie vor sehr, sehr ein Kind. Mhm. Hat der Partner denn mittlerweile wirklich klipp und klar gesagt, dass er nicht will? Ja. Also momentan ja, aber hat es für später offen gelassen. Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Das ist ein paar Tage her. Ah ja, das heißt, es gibt dann schon sporadisch doch immer wieder Kontakt. Ja. Er hat keine neue Freundin? Nein. Hm. Wie war das denn? Du warst mit deinem Partner bei dem Psychologen, von dem du gerade gesprochen hast. Ja, richtig, in Mainz. Ja, was hat sich denn aus dieser gemeinsamen Sitzung ergeben? Ja, also er hat einiges sehr viel besser verstanden. Der Partner? Ja, ja. Ja, richtig. Und ich habe danach auch nochmal geweint, als wir dann zum Auto gegangen sind. Da hat er mich auch in den Arm genommen. Also ich denke, da hat sich so ein bisschen was gelöst. Hm. Hat er denn über seine Gefühle etwas detaillierter gesprochen? Nein. Nein. Du weißt, also eigentlich weißt du gar nicht, was er oder ob er für dich noch wirklich was empfindet. Das weißt du gar nicht genau. Also ich denke eher momentan nicht. Hm. Ich finde ja immer, Dorothee, wenn man solche, wenn man auch schon so viele Sachen unternommen hat, dass es immer klüger ist, sich erstmal etwas zurückzuziehen und sich zurückzunehmen. Um dem anderen, er weiß ja, was du möchtest. Er weiß ja, dass du an der Beziehung noch interessiert bist. Ja, ja. Ja. Um ihm einfach einen Freiraum zu geben und auch vielleicht ein bisschen Luft zu geben, sich vielleicht zu orientieren und zu entscheiden. Das hat er auch so gesagt, das habe ich auch eine ganze Weile gemacht. Mhm. Und danach ist es aber merkwürdigerweise wieder schlimmer geworden, nachdem wir uns danach gesehen haben. Mhm. Was wieder darauf? Viel besser. Bitte? Es war vorher viel besser, auch zwischen uns. Mhm. Danach eigentlich nach der Zeit, wo ich ihn ein Stück weit in Ruhe gelassen habe, einfach... Ja. Würde jetzt für mich... So spontan kommt mir da wirklich der Gedanke, dass dann wirklich nicht mehr so viel zwischen euch ist. Wenn nach einer gewissen Ruhepause es danach noch schlechter geworden ist. Ja, aber das ist halt bei mir nach wie vor sehr, sehr stark. Ja, bei dir schon. Natürlich aber, auch ab und an nach anderen Männern, ja, aber... Aber die Frage ist ja immer, wenn man in einer solchen Konstellation ist, was ist mit dem anderen? Deine Gefühle glaube ich dir, da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber was ist mit ihm? Und so bitter das ist, da muss man natürlich klar drauf gucken. Und auch die kleinsten, ja, weiß ich auch. Ne, die kleinsten Zeichen deuten, wenn einem das auch nicht gefällt. Man kann es nicht erzwingen, man kann das Glück nicht mit aller Gewalt herbeiführen. Stimmt, ja. Liebe Dorothee, ich möchte vorschlagen, weil wir jetzt schon eine ganze Weile gesprochen haben, wir haben ja auch lange über die traurige Geschichte mit deinem Kind gesprochen gerade.
dass wir dich jetzt nochmal zurückrufen und mein Psychologe, der Peter, geht da nochmal ein bisschen eingehender auf die Sachen ein, wie die Beziehung vielleicht da gestaltet werden kann oder ob da vielleicht auch irgendwie die Luft raus ist. Ja, sollen wir es mal so machen? Ja, okay, gerne. Dann legst du auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay, dann lege ich auf. Ja, dann legst bitte auf. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Viel Glück weiter bei der Sendung. Ja? Dankeschön, Dorothee. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, 0800 220 5050 und hier ist die Silvia. Und Silvia ist 19. Hallo. Hallo. Hallo Silvia, weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, ich möchte mich unterhalten darüber. Ich arbeite auf einer Sexhotline und habe ziemliche Probleme damit, weil ich kann mit niemandem darüber reden. Ja, weil es halt keiner wissen darf. Wie lange arbeitest du schon auf der Hotline? Seit einem Jahr knapp. Ja? Ja. Was heißt das genau? Erzähl mal, was du da machst. Ja, das sind jegliche Gespräche, auch normale Gespräche natürlich, aber auch ziemlich, krasse Gespräche. Also erstmal so die üblichen Nummern von Telefonsex. Ja, natürlich. So die 0815-Geschichten. Genau. Aber auch krasse Sachen, sagst du. Was heißt das, krasse Sachen? Ja, Menschen, die erniedrigt werden möchten oder... Die du dann beschimpfen sollst. Natürlich auch. Oder die es wirklich ernst meinen, ja, mit... die da sich echt treffen möchten auch. Ach so. Ach so. Ja. Aber das ist ja tabu, ne? Für euch, die ihr das macht. Ja, natürlich. Ja. Uns ist das gut. Aber wenn man darüber nachdenkt, dass es wirklich Menschen gibt, die so, ja, krass sind einfach. Gibt es ja noch andere Beispiele als Erniedrigung, die du als krass empfindest, was die von dir verlangen in den Gesprächen? Nein, also ich finde das schon eigentlich am krassesten. Da gibt es auch noch andere Sachen natürlich. Aber... so, ja, das ist eigentlich so mit das Schlimmste. Mhm. Weil manche meinen es echt ernst. Sie möchten es nicht nur am Telefon, sondern die möchten dann auch echt ein Treffen. Das merkt man. Ja, aber gut, dann kannst du auch mal sagen, nein, das ist nicht, das kommt nicht in Frage und gut ist, oder? Ja, natürlich, aber ja, es ist natürlich auch anstrengend mit so welchen Menschen und vor allem, wenn man weiß, es gibt die wirklich und das kann jeder sein, ne? Ja. Mir sind diese Menschen noch nicht ganz klar, was die wollen. Beschreib mir das mal ein bisschen genauer. Ja, die wollen halt ein Treffen haben und die wollen sich treffen und halt erniedrigen lassen oder, weiß nicht, einsperren lassen oder sowas. Okay, erniedrigen, einsperren, die haben es ja wahrscheinlich noch konkreter formuliert, auf was die stehen. Auf was stehen die denn sonst noch? Ja, auf verbale Erniedrigung sowieso und willenlos gemacht zu werden, würde ich sagen, Und das erschreckt dich schon. Das findest du irgendwie natürlich krass oder pervers? Ja, ich finde es natürlich sehr pervers eigentlich. Ja. Warum machst du diesen Job? Ja, das man braucht das Geld ja auch, ne? Ja. Ja. Hast du denn vorher was gelernt oder irgendwie? Nee, ich gehe zur Schule. Ich gehe zur Schule. Ach, du gehst auch zur Schule? Ja, natürlich, ich gehe zur Schule. Aha. Ja. Und was für eine Schule ist das? Also ein Gymnasium oder? Ein Gymnasium. Ein Gymnasium. Das heißt, du wirst Abiturientin irgendwann sein? Ja, natürlich bin ich, Nächstes Jahr, oder? Ja, genau, nächstes Jahr. Ah ja. Und wo wohnst du? Bitte, ja, ich wohne in Berlin. Nee, ich meine, wohnst du noch bei deinen Eltern? Hast du ich wohne bei meinen Eltern. Bei den Eltern. Und du betreibst diesen Job auch dann aus deinem Kinderzimmer raus? Ja. Das heißt, die Leitungen, die werden immer so geschaltet, dass die Mädels zu Hause bleiben können, ne? Ja, natürlich, das ist von zu Hause aus. Dann sitzt du im Kinderzimmer deiner Eltern und erniedrigst die Männer draußen. Na sicher, ja. Wer weiß das denn überhaupt? Das weiß fast keiner. Also das weiß eine Freundin von mir und die macht es auch. Ja. Auch von mir aus. Also von mir zu Hause aus. Ach so, die kommt dann auch zu dir nach Hause und dann macht ihr das. Ja. Und die Eltern haben noch nichts gewittert. Nein, ihre Mutter nein. Oder meine Mutter. Deine Mutter hat auch nichts gewittert. Ja, meine Mutter, also die denkt nicht, dass das eine erotische Line ist. Sie denkt, das einfach nur unterhalten. Ach so. Oder sprechen. Mhm. Also nichts Erotisches oder dergleichen. Bist du über diese Freundin da rangekommen? Oder nein, wie? Ich bin da alleine rangekommen. Durch eine Zeitungsanzeige oder was? Ja, durch eine Zeitungsanzeige, das stand da ganz normal drin. Und ich habe mir gedacht, so, ja, von zu Hause aus, das ist nicht schlecht, da kann man auch lernen nebenbei. Ja, Geschichte lernen dabei. Bitte? Dabei Geschichte oder Biologie lernen. Ja, natürlich. Ja, es ist auch meistens nachts, am Wochenende. Wie viele Stunden in der Woche ungefähr? Ich da drauf bin, alleine, ne? Ja? Ja, das sind, so
wenn ich gehe nicht jeden Tag drauf, aber wenn ich so jeden zweiten Tag so 5 Stunden bestimmt. Oh, das ist natürlich. Und wie viel, wenn ich fragen darf, springt dabei rum im Monat? Das ist unterschiedlich, es kommt drauf an, wie man sich anstrengt. Wenn jetzt Ferien sind, dann hat man natürlich viel mehr, ne? Ich will mir nur so eine Zahl wissen, damit ich mir das mal vorstellen kann, ja, was so man. Im Durchschnitt so 350 Euro ungefähr. 300 Euro, sagen wir mal. Im Monat? Ja, im Monat. Hätte ich jetzt mehr gedacht. Ja, ist es dafür aber, dass es von zu Hause aus ist und man kann sich das einteilen, ist es eigentlich ganz in Ordnung. Mhm. Okay, gut. Die Kohle und die Einfachheit und die Bequemlichkeit ist eine Sache. Ja. Die andere Sache ist, wie man sich dabei fühlt und wie man sich dabei vorkommt. Und offensichtlich fühlst du dich da nicht so doll dabei. Ja, also wenn ich telefoniere, denke ich nicht drüber nach. Mhm. Aber irgendwann möchte man auch so ein bisschen sich austauschen und das erzählen, damit man das so ein bisschen verarbeiten kann. Das kann ich aber nur dann halt mit einer Freundin machen. Mit der einen Freundin machen. Mhm. Mit einer Freundin, die auch dann halt da arbeitet. Dennoch die Frage, belastet dich das? Teilweise, ab und zu ja. Also manchmal... Widert sich an? Bitte? Widert es dich an? Ja, also beim Gespräch manchmal widert es mich, also die erste Zeit hat es mich sehr angewidert. Mhm. Auch diese ganzen, ja... perversen Sachen halt, das widert einen natürlich an. Mhm. Mittlerweile, ja, habe ich ein dickes Fell bekommen. Hast du eigentlich einen Freund? Ja, nee, momentan nicht, nein. 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 Aber schon gehabt, während du das gemacht hast? Nein, auch nicht. Nee, auch nicht. Mhm. Nein. Mhm. Also so privat interessieren mich auch eher andere Sachen. Nämlich? Ja, also halt Schule und so weiter. Ach so, also bist du nicht so... Aber ein Freund wäre auch nicht mehr schlecht, oder? Ja, wenn es kommt, dann kommt's. Ja. Ja. Wenn du das machst, gibt es da Momente, wo du auch eine sexuelle Erregung hast? Nein, das auf gar keinen Fall. Kein Mal bisher? Das darf man auch gar nicht, glaube ich. Naja. Nein. Das heißt, du sitzt da im Strickpullover und erzählst den Jungs, dass du im Negligé da liegst. Ja, natürlich. Mhm. Oder gar nichts an. Oder gar nichts an. Ja, klar. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Das wollen wir natürlich am liebsten hören. Ist denn der Druck, Kohle zu verdienen, so groß? Ja. Auf jeden Fall. Hast du denn auch schon mal versucht, irgendwie einen anderen Job zu finden? Ich meine, Großstadt Berlin hat da viele Möglichkeiten. Ja, natürlich. Trotzdem ist es auch nicht so einfach, ne? Ist also, mir völlig klar. Also ich finde grundsätzlich, Silvia, ist entscheidend, wie du dich dabei fühlst und welche Spuren das auch in dir hinterlässt. Mhm. Und du hast mir gerade so gesprochen, dass ich da schon so ein bisschen skeptisch bin, ob das nur mal so ein Job ist, den man nebenbei macht. Ja. Es kotzt dich an, es belastet dich. Vielleicht verbiegt es auch dein Denken über Sexualität. Du bist ja noch sehr jung, 19 Jahre alt. Da würde ich schon so überlegen, ist es das wert? Gehst du nicht lieber irgendwo kellnern, hast ein bisschen weniger Kohle, aber dann ist es auch in Ordnung? Ja, das stimmt schon, aber jetzt habe ich schon damit angefangen, ne? Also, ich weiß nicht. Man kann mit allem, mit dem man angefangen hat, auch wieder aufhören. Das stimmt allerdings. Und die Bequemlichkeit darf nicht die Ausrede sein. Ja, da hast du recht. Dann sagst du mir, dann telefonieren wir in 2 Jahren, da gehst du auf den Strich. Und dann ich sag dir das Beispiel. Dann sagst du zu mir, ja, aber das ist super, super einfach verdientes Geld, was soll ich machen? Nein, das ist ja nicht der Fall. Nein, es ist auch ein übertriebenes Beispiel, aber ich meine nur, dass man nur mit der Bequemlichkeit argumentiert, das ist nicht in Ordnung. Ja, das stimmt. Wie ist das denn, wenn ihr beiden Mädels miteinander redet, deine Freunde, die das auch macht? Ja. Fühlt die sich auch nicht so ganz gut dabei? Sie ist jetzt gerade am Anfang, die ist jetzt den 2. Monat dabei. Mhm. Die sieht das noch ein bisschen Spaß, also... Ach so. Ja, die hat nur, für sie ist noch ein bisschen lustig, ne? Aber ich denke mal, das wird bei ihr auch kommen. Mhm. Das heißt, bei dir am Anfang hast du es auch eher locker genommen? Ja. Und je mehr die Monate wurden, desto blöder wurde es. Ja. So. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich das schon manchmal dann vermisse, ne? So mit den verschiedenen Leuten zu reden und so ist auch interessant, ne, auf eine Art und Weise. Aber manchmal ist es echt erschreckend. Mhm. Aber das ist doch irgendwann ausgereizt und es ist ja eine völlig künstliche Welt. Natürlich. Ne, völlig. Es ist ja eigentlich. Ja. Also Silvia, ich meine, das ist dein Ding und deine Sache, die du da machst. Ich würde so aufgrund dessen, was du mir erzählt hast, würde ich sagen, lass die Finger davon. Geh wieder raus aus diesem Metier. Ja. Geh raus. Ich glaube, dass es für dich einfach besser wäre, wenn du was ganz anderes machen würdest. Mhm. Was sind denn eigentlich deine Berufsvorstellungen, wenn du Abi hast? Ja, das weiß ich noch nicht. Also irgendwie was Soziales vielleicht oder so. Also so in die Richtung mit Menschen arbeiten. Ja, dann ist das doch ganz gut. Dann siehst du einfach als einjähriges Praktikum an. So, du hast ja nur wirklich eine ganze Menge Erfahrung schon gesammelt, die manche eine in deinem Alter noch nicht hat. Aber dann ist es auch gut.
dann geh irgendwo anders hin und job und lass es sein. Ich würde es dir so raten. Ja, also ich will mich auf jeden Fall bemühen, mal was anderes zu suchen. Das ist auf die Dauer auch nichts, wirklich nicht. Ja. Und toi 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 für das Abi nächstes Jahr. Dankeschön. Alles Gute. Okay. Schöne Grüße nach Berlin. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Jana ist hier. Jana ist 21 Jahre alt. Hallo Jana. Ja, hallo. Hallo Jana. Was führt dich zu mir? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass mein Freund mich demnächst für längere Zeit verlassen wird. Oh, was hat er vor? Der geht wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich in den Bau. In den Bau? Mhm. Was hat er angestellt? Raubkopien. Raubkopien? Was hat er denn kopiert? Filme, Musik. Mhm. Da waren wir gemeinsam so ein bisschen am Werk, eigentlich nur so für die Heimsammlung. Und wir hatten so ein doofes Programm auf dem Rechner. Mhm. Und wenn man das halt ausmachen wollte und man hat den Text nicht richtig gelesen, weil immer ein anderer Text kam, eine andere Frage, dann hat sich das minimiert und die Festplatte freigegeben im Hintergrund. Mhm. Und das Freigeben von Daten steht unter Strafe. Ja. Darüber haben sie ihn rausgekriegt, das war vor 2 Monaten. Ja. Ja, und jetzt war er vor kurzem zur Polizei hin, musste zur Aussage und da haben sie ihm schon gesagt, okay, mildernde Umstände, weil er noch nie auffällig geworden ist, weil er alles gesteht. Ja. Anstatt 15 Jahre zwischen 4 und 6. 15 Jahre? Mhm. So viel für Raubkopien? 15 stehen normalerweise drauf und er kriegt zwischen 4 und 6, weil er noch nie aufgefallen ist und ja. Aber dann muss seine Lebensumstände werden natürlich ein bisschen mit eingerechnet und... Also kann ich gar nicht glauben, dass das 15 Jahre sind. Aber im Höchstfall. Ja, da muss es aber auch schon super heftig sein. Aber die sagen, die Polizei hat das so gesagt, dass sie das vermuten, 4-5 Jahre. Das ist schon von der Staatsanwalt bestätigt, dass es zwischen 4 und 6 Jahre werden. Auf jeden Fall. Was heißt bestätigt? Die müssen erstmal ein Gerichtsverfahren. Ja, aber die Staatsanwaltschaft kann ja vorab auch schon Auskunft geben, wie viel in etwa. Okay. Und was dazu kommt, sind auch noch die zivilrechtlichen Klagen. Okay, es droht ihm auf jeden Fall ein Aufenthalt im Gefängnis. Ja. Für eine gewisse Zeit, die gewisse Zeit könnte sogar relativ lang sein. Die könnte sogar noch länger werden, weil die zivilrechtlichen Strafen von verschiedenen Firmen kommen und jede Firma kann ihn so zwischen 10.000 und 100.000 Euro belangen. Eieieiei, wie lange habt ihr oder hat er das denn gemacht? Freigegeben waren unsere Daten im Internet für 2 Stunden. Mhm. Und gemacht haben wir das natürlich über Monate, aber es geht nur um die Zeit, die freigegeben war, Schutzfirmen da rausfinden konnten. Ne? Ja. Und auch ganz neue Sachen, die ich so auch noch nie gehört habe. Das wird auch nicht danach, wie lange man das betreibt, sondern die Polizei hat dann geklingelt. Er war arbeiten, ich war in seiner Wohnung. Ja, wir haben hier einen Durchsuchungsbefehl. Mhm. Meinst du denn, dass du auch belangt wirst oder bist du da raus? Ich werde nicht belangt, weil es ist nicht meine IP-Adresse vom Internet und so. Ich habe damit in dem Sinne nur das zu tun, dass ich gesagt habe, okay, ich weiß davon, ich bin Mitwisser. Ja. Wie denkst du denn jetzt darüber, dass er das gemacht hat und auch, dass du das gemacht hast? Wie stehst du dazu? Also wir wussten beide, dass das Ziehen von Dateien halt illegal ist, aber nicht unter Strafe gestellt, solange man das nicht verbreitet. Mhm. Und das Verbreiten ist ja nicht bewusst passiert, es war ein Versehen, weil wir wussten, das steht unter Strafe und das wollten wir auch gar nicht, dass jemand anders Zugriff auf unsere Festplatte hat, ne? Mhm. So, und das lag halt nur an diesem blöden Programm. Ein Häkchen übersehen reicht schon, dann stellt dieses Programm das halt frei. Ich nenne jetzt auch nicht den Namen des Programms, es gibt sicher viele Anwender dessen. Also das werden schon Detailgespräche sein bei der Gerichtsverhandlung, ich ahne schon. Wenn da die Freaks da sitzen, die richtig Bescheid wissen und wie lange seid ihr denn zusammen schon? 1,5 Jahre und wenn er dann im Bau sitzt, werde ich irgendwann allein im Kreißsaal liegen. Oh, du bist schwanger. Ja. Was ist denn das für ein Gefühl für dich, die Vorstellung, dass dein Freund dann bald im Bau ist? Na, sagen wir es mal so, ihm gegenüber zeige ich Stärke, wie ich das auch schon die ganzen letzten 1,5 Jahre mache, die sehr schwer für uns waren, vor allem für mich. Mhm. Bin viel durch die Scheiße gegangen und versuche mich momentan so aufzurappeln und ja.
So, Jana, du hörst unsere Musik im Hintergrund. Das ist immer das Signal, die Sendung ist leider rum. Aber wir sind hier noch gar nicht fertig mit unserem Gespräch. Das heißt, wir melden uns gleich bei dir nochmal. Mhm. Du legst auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay? Liebe danke. Jana, alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war unsere erste Sendung nach der Sommerpause 2006. In der Technik war Volker Thake. Morgen haben wir eine freie Themennacht, wieder so wie heute. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema Urlaubsgeschichten. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und wir sehen und hören uns wieder. Morgen 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Festival.